weitere 5 Kilometer folgen. Hallo ihr Lieben, wir sind gerade spontan auf dem Weg Richtung Bingen und wollen uns mal die Burg Rheinstein angucken. Der Liam ist jetzt auch so ein großer Ritterfan und deshalb gucken wir uns jetzt eben mal die Ritterburg an. Das Tolle dort ist, dass man nicht nur außen gucken kann, sondern man kann auch reingehen und sich die Räume angucken. Wir haben jetzt einfach mal spontan beschlossen, wir fahren da heute hin, haben ein bisschen was zu essen in den Rucksack geworfen. Geht es rechts hinunter zur Burgkapelle vorne. Da früher die Menschen alle sehr gläubig waren, hatten viele Burgen eine eigene Kapelle. Wer das Video ansieht, der hört es.
Liam hat gerade Besuch von einer Freundin. Ich nutze die Zeit jetzt mal für ein paar abschließende Worte, denn die spielen gerade recht schön. Bezahlt haben wir für das Ganze 12 Euro. Das war der Eintritt für ihn, für mich und einen Kinderburgführer, der schön gemacht ist. Bei einer sehr, sehr netten, sehr bemühten Dame an der Kasse, die uns auch gleich so auf die Picknicktische im Eingangsbereich aufmerksam gemacht hat und dass wir da unser mitgebrachtes Essen essen könnten. Der ganze Bereich war auch sehr sauber. Ist ja oft bei Picknicktischen so, dass das dann ziemlich eklig ist. Ich bin da immer ziemlich pinzig, bei mir ist ganz schnell, meine Ekelschwelle ist ganz niedrig. Genau, und dann kann man da eben das mitgebrachte Essen essen, wenn man das möchte. Ist ja oft bei Ausflügen auch so, dass gerade das Essen das Ganze sehr teuer machen. Die Burg selbst finde ich sehr gut, kann man ohne Tour oder so besichtigen. Also man kann die Räume selbst ablaufen. Gerade mit dem Kinderburgführer sind dann für die einzelnen Räume immer kleine Texte dabei. Die Burg ist nicht zu groß, so dass die Kinder schnell mal das Interesse verlieren. Ist aber auch nicht zu klein, dass man reingeht und schwuppdiwupps ist man wieder draußen. Ich finde sie von der Größe her sehr gut. Alles in allem hat es uns sehr, sehr gut gefallen. Wir können die Burg sehr empfehlen. Also von uns gibt es einen Daumen hoch. Ich verlinke euch die Burg, die Homepage von der Burg auch nochmal unten in der Infobox. Da kommt der Daumen. Aber der muss so, weil uns hat es ja super gefallen. Gerade mit Kindern wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr da mal hingeht. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat.